Seid gegrüßt! Heute geht es mit dem zweiten Teil weiter. Die Ziehung einer Tarotkarte für die Sternzeichen Löwe bis Skorpion aus der großen Arkana. Und dazu noch die Zusatzkarte. Ich beginne mit der Tarotkarte für den Löwen. Und seine Tarotkarte ist der Narr. Bislang hast du deine Angelegenheit sorglos betrachtet und bist auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Das macht dich unbekümmert und leichtfertig. Aber du musst aufpassen, dass du nicht zu naiv und gar töricht handelst. Deine Zusatzkarte ist das Ass der Münzen. Das bedeutet für dich, du solltest dein neues Vorhaben als Chance ansehen, was dir Glück im Finanziellen und im Privaten bringt. Du kannst wirklich sehr viel erreichen. Nutze deine Chancen. Für die Jungfrau. Ich habe da die Tarotkarte die Mäßigkeit gezogen. Du hast die Dinge ruhig und gelassen betrachtet und dich durch nichts beirren lassen. Dein Augenmerkmal ist auf Ausgeglichenheit und Frieden gerichtet. Bewahre diese Haltung und komme mit dir ins Reine. Deine Zusatzkarte ist die Karte der 5 Schwerter. Und sie bestätigt dir, dass du bislang in einer schwierigen Phase warst. Das machte dich niedergeschlagen. Du warst einfach verletzt. Stell dich deinen Schwierigkeiten, damit du nicht mehr angreifbar bist. Zur Waage. Deine Tarotkarte ist die Gerechtigkeit. Du hast der Gerechtigkeit vertraut und dich um Fairness bemüht. Aber vielleicht hast du die Gerechtigkeit gefürchtet und ein schlechtes Gewissen gespürt. In deinem Inneren weißt du aber genau, dass du nicht mogeln darfst. Das schadet dir nur selbst. Deine Zusatzkarte ist der König der Schwerter. Bisher hast du dich clever und überlegt verhalten und deine Angelegenheiten von allen Seiten betrachtet. Dadurch kamst du zur inneren Erkenntnis, was dir gut tat. Nun ist es die richtige Zeit zu handeln und das weißt du. Der Skorpion. Deine Tarotkarte ist die Kraft. Du bist deiner ungeheuren Kraft bewusst und weißt, dass du für deine Vorhaben viel Mut und Energie brauchst. Vielleicht auch Risikofreude. Geh mit dieser Gewissheit und Stärke wagemutig an deine Vorhaben. Sei mutig, es wird dir gelingen. Das zeigt sich auch in deiner Zusatzkarte, nämlich die 4 Stäbe. Und die sagt dir, dass du frohen Mutes an dein Vorhaben gehen kannst. Diese Karte zeigt dir auch, dass du sonnigen Zeiten entgegengehst. Nimm sie an und genieße es. Morgen, meine Lieben, kommt der letzte und dritte Teil in dieser Tarotkartenzierung. Also bis morgen, meine Lieben. Herzlichst, eure Deria.